おはようございます。朝起きてシャワーしてまだ髪は濡れてるままでとりあえず朝ごはんを食べます。朝ごはん普段あんまりパンとか食べないんですけど、仕事のそういう本番の日は験担ぎというか、なんか力がつく気がしてパンを食べます。チーズのパンとジャムのパンです。でね、そこにね、会議用のスタジオみたいなのがあるので、それも準備を着々と進めています。で、夜また新しい資料が来たので、それを一回ちょっと目を通して本番に挑むために、今着替えたり化粧したりとかをしようと思います。 Guten Morgen, ich bin jetzt aufgestanden, habe geduscht, meine Haare sind noch nass, werde jetzt Brot frühstücken, das tue ich normalerweise nicht so sehr, aber ich habe irgendwie so ein bisschen mein Jinx, dass ich bei Aufträgen immer viel Frühstücke und dann auch richtig Brot und so Frühstücke. Deshalb habe ich ein Käsebrot und ein Marmeladenbrot. Man sieht hier mein Studio, mein Konferenzbereich, den ich da aufgebaut habe. Nach dem Essen werde ich noch Unterlagen durchschauen, die jetzt über Nacht reingekommen sind. Und dann werde ich mich schminken, mich umziehen und dann kann es einfach direkt losgehen.終わりました、イエーイ。ということで、フリーランスっていうのはもうやる気との戦いなので、私はこれからご褒美を買いに行きます。と1週間本当に喉とか健康を大事にして食事とかも選んでたので、今日はめちゃめちゃジャンキーな何かを食べに行こうと、食べに行くって言っても出前で取るのをやろうと思っています。Ja, mein Auftrag ist erfolgreich abgeschlossen. Ich werde mir jetzt eine Gönnung gönnen. Ich denke, Freiberufler haben vor allem damit zu kämpfen, ihre Motivation aufrechtzuerhalten.
Und das mache ich für mich eben, indem ich mir dann immer etwas Leckeres zum Essen gönne, nachdem ich erfolgreich etwas abgeschlossen habe. Und deshalb gehe ich mir jetzt etwas schön Junkiges oder so gönnen, weil ich jetzt ja quasi eine Woche lang möglichst darauf geachtet habe, gesund und stimmschonend zu essen. Und jetzt kann ich mir so richtig was reinpfeifen, worauf ich richtig Lust habe. ということで、はい。こういうのが参考になったっていう方は本当に嬉しいです。ありがとうございます。フリーランスになろうかなとか通訳になろうかな、でもこういうところが分かんないなっていうことがあったらぜひコメントとかに書いてください。Ich hoffe natürlich, dass die Motivation, freiberuflich aktiv zu sein oder sogar Dolmetscherin zu werden, Dolmetscherin zu werden, jetzt gestiegen ist. Ich freue mich natürlich über Kommentare und Fragen, wenn es für Frischlinge auf dem Dolmetsch- und Übersetzungsmarkt da Bedarf gibt. Ansonsten, ja, genießt euer Dolmetsch-Dasein. Bye bye.